Jeder kennt heute soziale Medien und Messenger. Sie werden im Alltag häufig genutzt, leider auch häufig mit wenig kritischem Blick, insbesondere zum Datenschutz. Solche Apps bilden einen schnellen und bequemen Weg, miteinander zu kommunizieren und das zumeist kostenfrei, jedenfalls auf den ersten Blick kostenfrei. Wir müssen an dieser Stelle gemeinsam schauen, was Facebook und Co. eigentlich antreibt, uns eine so bequeme Dienstleistung kostenfrei anzubieten. Wir behalten dazu im Hinterkopf, was wir in den vorigen Kursteilen gelernt haben. Daten sind sensibel und schützenswert, besonders wenn sie einer bestimmten Person zugeordnet werden können. Die betroffene Person muss zu jeder Zeit die Hoheit über ihre Daten behalten. Wir schauen mal, wie Facebook und WhatsApp das sehen. Zunächst einmal schauen wir uns WhatsApp an. Ein Messenger, der das Versenden und Empfangen von Textnachrichten, Bildern, Emojis und viel mehr erlaubt. Und zwar mit jedem Kontakt in unserem Telefonbuch. Wir schauen uns mal an, was die betreffende Behörde in Niedersachsen dazu zu sagen hat. Und zitieren hier größtenteils. WhatsApp ist ein Messenger, der von der WhatsApp Incorporated mit Sitz in Kalifornien betrieben wird und zum Facebook-Konzern gehört. Die Nutzer registrieren sich bei dem Dienst mit ihrer Mobilfunknummer. Anschließend wird regelmäßig das Adressbuch der Nutzer ausgelesen. Und es werden mindestens Namen und die Mobilfunknummern an die Server von WhatsApp übermittelt. Dieser Adressbuchabgleich wird unter anderem dazu genutzt, den Nutzern anzuzeigen, welche ihrer Kontakte ebenfalls WhatsApp nutzen. Der Abgleich wird in regelmäßigen Abständen wiederholt, so dass auch bei neu aufgenommenen Kontakten geprüft wird, ob sie bereits WhatsApp-Kunden sind. Dabei werden immer auch die Daten von Personen an WhatsApp übermittelt, die WhatsApp nicht nutzen. WhatsApp verlangt von seinen Nutzern, dass sie für die Rechtmäßigkeit der Übermittlung an WhatsApp garantieren. Zugleich legt WhatsApp in seiner Datenschutzrichtlinie dar, dass sie Daten nutzen, um Unternehmen zu helfen, wie sie sagen. Das lautet, die Effektivität und Verbreitung ihrer Dienste und Nachrichten zu messen und Aufschluss darüber zu erlangen, wie die Menschen mit ihnen auf unseren Diensten interagieren und Erkenntnisse über ihre Kunden zu erlangen und ihre Geschäfte zu verbessern, unsere Preismodelle zu validieren, die Effektivität und Verbreitung ihrer Dienste und Nachrichten zu bewerten und Aufschluss darüber zu erlangen, wie die Menschen mit ihnen auf unseren Diensten interagieren. Ausweislich seiner Datenschutzrichtlinie behält sich WhatsApp eine umfassende Verwendung von vorliegenden Informationen vor. Zum Beispiel für Messungen, Analysen und sonstige Unternehmensdienste. Darüber hinaus teilt WhatsApp grundsätzlich Informationen mit anderen Facebook-Unternehmen, also unterschiedlichen Firmen innerhalb des Konzerns. WhatsApp verfügt über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sodass eine Kenntnisnahme der übermittelten Inhalte während des Übermittlungsvorgangs nur durch die Kommunikationspartner möglich ist. Es ist WhatsApp aber weiterhin möglich zu erfassen, wer mit wem und wie oft, also sogenannte Metadaten, kommuniziert. Man könnte hier auch kurz formulieren, WhatsApp und der angeschlossene Facebook-Konzern leben von ihren Daten. Die Daten werden analysiert, die Ergebnisse beispielsweise an Werbepartner verkauft. Der Nutzer
zahlt die augenscheinlich kostenfreie Dienstleistung also mit seinen Daten. Daraus erwachsen aus Sicht der Landesbeauftragten für Datenschutz in Niedersachsen vor allem folgende datenschutzrechtliche Probleme. Es erfolgt eine Übermittlung der Kontakte aus dem Adressbuch des Nutzers an WhatsApp. Es kommt zu einer Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA. Es kommt zu einer Nutzung von personenbezogenen Daten durch WhatsApp. Und es kommt zu einer Übermittlung der Nutzerdaten an andere Unternehmen des Facebook-Konzerns. Für Facebook selbst sieht die Landesbeauftragte kritisch, dass, wenn sie sich bei Facebook einloggen, ein Cookie auf ihrem PC gespeichert wird, über welches sie eindeutig zu identifizieren sind. Facebook ist also in der Lage, alle ihre Aktivitäten auf Facebook und ihren Weg durch das Internet nachzuvollziehen. Etwa über Internetseiten mit Gefällt mir-Buttons. Es ist nicht bekannt, welche Daten Facebook über seine Benutzer speichert und wie es die genau verwendet. Sie haben aber das Recht von Facebook, Auskunft über ihre gespeicherten Daten zu bekommen. Das können Sie ja mal probieren und gespannt sein, welche Informationen dort wirklich an Sie zurückfließen. Facebook speichert aber nicht nur Ihre Eingaben, sondern auch alle Ihre sonstigen Aktionen auf Facebook. Auch wenn Sie Ihre Inhalte wie Bilder, Nachrichten, Kommentare, Gefällt mir Aktionen auf Facebook löschen, bleiben diese Daten auf den Servern von Facebook gespeichert. Selbst wenn Sie Ihren Account löschen, behält Facebook Ihre gespeicherten Daten. Und was heißt das jetzt für die Praxis? Die Antwort ist relativ einfach. Facebook und WhatsApp sind im Unterricht und im Schulumfeld für die schulische Nutzung nicht zulässig. Es gibt einige Messenger, die datenschutzrechtlich nicht kritisch sind. Da muss aber vorher geklärt werden, wie groß der Aufwand der Prüfung und vor allem dann der erreichte Nutzen ist. Wie könnte also eine Schule dieses Problem lösen, wenn trotzdem kommuniziert werden soll? Es kann beispielsweise ein System betrieben werden, bei dem der Messenger direkt unter der vollen Kontrolle der Schule steht. Am Markt gibt es da unterschiedliche Anbieter, die unterschiedliche technische Lösungen anbieten. In der Regel sind solche Angebote allerdings kostenpflichtig. Kostenpflichtig im Sinne von Geld, nicht ihrer Daten. Und für Beratungen in diesen Fragen können Sie sich gerne an die Medienberatung Niedersachsen wenden. Die Beraterinnen und Berater erreichen Sie in der Regel über Ihr örtliches Medienzentrum. Jetzt haben wir also auch an drei konkreten Beispielen noch einmal das Thema Datenschutz gefestigt. Alles klar zum Datenschutz? Wunderbar. Vielen Dank.